Also, ein Gläschen Weißwein sei gegönnt, wenn es um Spargel geht. Ja? Ich würde gerne, meine Lieben, einen schönen Spargelsalat machen. Und zwar einen Spargelsalat mit einer Tomatenvinaigrette. Die hintersten 2 cm abschneiden, relativ großzügig. Da könnte man einen Fond kochen oder eben auch einfach wegschmeißen. Ja? Da ist das meiste Bitter, der meiste Bitterstoff drin. Deswegen schneide ich es relativ ordentlich ab. Meine Lieben, Spargelschälen, ja, nicht der gewinnt, der am schnellsten schält, sondern es gewinnt der, der am ordentlichsten schält. Und den Spargel so auf den Unterarm legen und mit einem guten Schäler schön vorsichtig, langsam schälen. Ja, dass man echt wirklich die ganzen Spargelschalen wegbekommt. Ja, ich weiß es noch von meiner Lehre, ich weiß es. Ja, und dann hat man eben Spargelschalen im Mund. Deswegen schön gemütlich. Gut, der Spargel ist geschält. Und jetzt, zack, wandert der in Wasser. Da kommt eine ordentliche Prise Zucker dazu. Etwas Salz. Und jetzt könnte man, wenn man wollte, ja, noch ein bisschen Orangenschale und Zitronenschale mit dazu reingeben. Muss aber gar nicht sein. Schön vorsichtig köcheln lassen. Dauert so, ja, 8 bis 10 Minuten. So, der köchelt schön und ist irgendwann mal weich. Und jetzt für die Vinaigrette meine hochgeliebten Pinienkerne. Die werden in einer Pfanne ohne Öl und ohne Butter ein bisschen angebraten. Und ich spreche da aus Erfahrung. Hey, ihr müsst dabei bleiben, ja, sonst verbrennen die. Man sagt ja, 6 von 10 Mal Pinienkerne rösten brennen an. Wenn man nicht dabei bleibt. Spaß. Schlückchen Puderzucker dazu. Und jetzt bei mittlerer Temperatur wirklich, schau, die werden schon braun. Die werden schon braun. In einer schönen beschichteten Pfanne. Schau, der Zucker muss ein bisschen schmelzen. Und dann entfalten die Pinienkerne ein wahnsinns geniales Aroma. Leicht geröstet und ein bisschen mit Puderzucker karamellisiert. So. Jetzt zu dieser Vinaigrette. Also, eine schöne Avocado, das kennen wir ja, das Spiel, einmal der Länge nach. Aufschlitzen, halbieren und mit einem Esslöffel vorsichtig dieses wunderschöne Fruchtfleisch ausheben. Die Avocado einmal halbieren. Ich mache das hier mit meinem Laserschwert. Und dann zack, zack, in schöne Scheiben schneiden die Avocado und dann in schöne Würfelchen. Lasst euch schön Zeit, dass die Avocado-Würfel schön werden. So, dann ein hartgekochtes Ei. Und das hartgekochte Ei, schau mal, nicht ewig lange hartgekocht, also keine 15 Minuten, sondern ja, so 7 Minuten, dass es so ein bisschen weich noch ist. Das Ei dritteln und auch in schöne Würfel schneiden. So, das gleiche in grün. Zack, 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 zack. Meine Lieben, wir haben Avocado. Frische Eier und dann, ich war im Garten heute und habe Bärlauch gepflückt, in Klammer, schon wieder gelogen, den habe ich gekauft. Wer Bärlauch mag, tolle Geschichte, wenn jemand Bärlauch nicht mag, völlig egal, nehmt den Bärlauch trotzdem. Es ist wirklich ein Frühlingsbote, ja? Bärlauch ist einfach genial, hat diesen leichten Knoblauchakzent, das gönnt man sich jetzt einfach mal. Okay. Die Zutaten sind garant für eine schöne, leckere Vinaigrette, die kenne ich jetzt gut. Und für die Vinaigrette brauche ich... Ich zeige euch mal die Hauptzutaten. In love, in love, in love, in love. Eine Sensationsvinaigrette. Dieser Gin-Senf. Ja, das ist so ein cremiger, unfassbar leckerer Senf. Der kommt dazu. Dann etwas Zucker. Dann von meinem Vanillesalz etwas. Und dann kommt dazu der schöne Mangoessig und ein paar Tropfen von einem wirklich guten, genialen Olivenöl. Mehr brauchen wir zum Glück nicht. Das Ganze auffüllen, der Senf bindet das Ganze. Ja, schau mal, man bekommt wirklich ruckizucki eine wunderschöne, cremige Konsistenz von der Vinaigrette. Und da kommt jetzt rein die Avocado, das Ei
Und last but not least den Bärlauch. So, fertig ist die Vinaigrette. Puh. Super, super lecker. Und jetzt kommt eigentlich nur noch das Anrichten. Ja? Nimmt einen schönen großen Teller. Dann Spargel raus. Abtropfen lassen. In der Ruhe liegt die Kraft. So. Wie geil! Spargel! Spargel! So liebe ich Spargel und jetzt reichlich von der Vinaigrette drüber. Seid ihr da? Könnt ihr euch das vorstellen? Sehr kräftig schmeckende Chinsenf, die Avocado, der Bärlauch und ganz oben drauf. Noch mal ganz nachher. Ganz oben drauf kommen die karamellisierten Pinienkerne. Alright? So, im Prinzip sind wir eigentlich fertig. Vielleicht noch ein Schlückchen von meinem reduzierten Balsamico-Essig. Okay. Es sind Blitzrezepte. Feierabend-Blitzrezepte. Eine Handvoll Zutaten, mehr brauchen wir zum kulinarischen Glück nicht. Ich würde sagen, mach das mal nach, ja, fleischlos, natürlich, brauchen wir kein Fleisch. Okay, guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen. Adios, muchachos.